Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Tutorial geht es um Spurpunkte von Geraden in 3D. Wenn wir so eine Gerade haben im dreidimensionalen Raum, dann läuft die ja so schräg durch und wir sehen bei der blauen Geraden hier schon, die Achsen werden nicht geschnitten, aber die Koordinatenebenen werden geschnitten. Also wenn wir mal nur die untere Ebene angucken, also das, was dem Boden entsprechen würde, hier schneidet die Gerade die Ebene. Und diesen Punkt hier, wo die Gerade die Ebene schneidet, nennt man einen Spurpunkt. Hier hinterlässt die Gerade eine Spur in den Koordinatenebenen. Natürlich gibt es auch einen Spurpunkt in der x2, x3 Ebene, der wäre hier. Und einen in der x1, x3 Ebene, den sehen wir erst, wenn wir es drehen. Das stößt hier hinten die Gerade durch. Diese Spurpunkte kann man auch ansehen als die Punkte, wo die Gerade hier einen Schatten trifft. Also hier trifft sie ihn in dem grünen Punkt, hier trifft sie diesen Schatten dort und hier auch, also die senkrechten Projektionen auf die Koordinatenebene. Im Schaubild kann man das sehen, wenn man sie in 3D hat, aber wie berechne ich die denn? Die Gerade, die wir gerade im Schaubild gesehen haben, hat diese Gleichung, also jeder Vektor x, also jeder Ortsvektor, ist dann 1, 1, 1,5 plus t mal 2, 1, minus 1. Das hinter dem t ist der Richtungsvektor, das vorne ist der Aufpunktvektor. Und wie gehen wir jetzt vor? Wenn wir den Spurpunkt, diesen grünen von vorher, suchen, dann liegt der ja in der x1, x2 Ebene. Also der Spurpunkt mit der x1, x2 Ebene, da gilt ja, dass x3, 0 ist. Denn auf dem Boden sind wir ja nicht irgendwo in der Höhe, also die Höhe wissen wir, x3 ist 0. Und das kann uns helfen, weil in der Parameterform dieser Geradendarstellung haben wir nur eine Unbekannte, nämlich t. Ein Wert könnte uns helfen. Diese x3-Koordinate eines Geradenpunkts finden wir ja hier. Also wir haben 1,5 plus t mal minus 1. Die unterste Zeile ist also der Wert, den wir suchen, oder die Gleichung, die wir suchen. Also 1,5 plus, dieses t gehört ja zu allen Koordinaten, plus t mal minus 1, das ist unser x3-Wert und wir wissen, in der x1, x2-Ebene ist der 0. Die Gleichung würde also so aussehen. 0 muss dieses x3 sein und der Term für dieses x3 wäre 1,5 plus t mal minus 1. Das können wir jetzt ausrechnen. T mal minus 1 können wir vorziehen, dann haben wir minus t. Also 1,5 minus t, dort können wir plus t machen, dann kommt das t auf die andere Seite und wir haben t gleich 1,5. Jetzt haben wir unseren t-Wert bestimmt. Wenn wir diesen t-Wert jetzt oben in die Gleichung einsetzen, dann ist gar keine Unbekannte mehr drin und wir können diesen Punkt der Geraden ausrechnen für t gleich 1,5. Und das gibt für die x1-Koordinate 1 plus 1,5 mal 2. 1,5 mal 2 ist 3, plus 1 macht 4. x2-Koordinate wäre 1 plus 1,5 mal 1 macht 2,5. Und 1,5 plus 1,5 mal minus 1 macht 1,5 minus 1,5 ist 0. Diese 0 sollte uns aber nicht überraschen, denn wir haben ja gesagt, wir suchen den Spurpunkt in der x1, x2-Ebene. Also x3 muss ja 0 sein. Wenn hier jetzt was anderes rauskäme, hätten wir uns verrechnet. Also diese 0 erwarten wir. Gut, das heißt, der Spurpunkt in der x1, x2-Ebene ist 4, 2,5 und 0. Und wir sehen, dieses x3 muss 0 sein. Das ist unser Ansatz. Und das ist eben hier genau dieser Punkt. Wir haben hier 4 rüber, 1, 2, 3, 4, da ist unser Punkt. Und wir haben auf der x2-Achse 1, 2, 2,5, da geht es hoch zum Punkt. Und x3 ist 0, deswegen liegt er genau in dieser Ebene. Gut, machen wir weiter mit den anderen Koordinatenebenen. In der x1, x3-Ebene gilt ja, x2 ist 0. Also nehmen wir genau den Term raus, der die x2-Koordinate unseres Geradenpunkts bestimmt. Das wäre hier 1 plus t mal 1.
Und wir wissen eben, in der x1, x3-Ebene immer die Ziffer, die in der Ebene nicht drin ist, muss 0 sein. Also bei x1, x3 ist x2 0, weil in 1, 3 keine 2 vorkommt. Die Gleichung wäre jetzt eben 0 gleich, dass in dem lila Kasten 1 plus t mal 1, t mal 1 ist t. Jetzt können wir das umformen, indem wir die 1 mit Minus rüberbringen, dann haben wir t ist minus 1. Oder eben minus 1 ist t, kann man ja so und so umschreiben. Dieses t setzen wir wieder in die Geradengleichung ein und dann erhalten wir unseren nächsten Spurpunkt, nämlich für die x1, x3-Ebene. Das heißt, minus 1 für t einsetzen und dann ausrechnen. 1 plus minus 1 mal 2 macht 1, minus 2 macht minus 1. 1 plus minus 1 mal 1 ist 1, minus 1 gibt 0. Das haben wir so gesetzt, dass das rauskommt. Und 1,5 minus minus 1 macht 1,5 plus 1, also 2,5. Das heißt, unser Spurpunkt in der x1, x3-Ebene hat in der Mitte eine 0, die erwarten wir. Und wir haben den Spurpunkt für x1, x3 ist minus 1, 0, 2,5. Also wenn wir eben Koordinatensystem gucken, ist der minus 1, also hinter diese x2, x3-Ebene und da ist er schon. Na, minus 1 nach hinten, 2,5 hoch. Und in die x2-Richtung, also hier lang, gehen wir gar nicht. Damit bleiben wir in dieser Ebene. Wir sehen, dieser Punkt liegt direkt da drauf. Jetzt fehlt uns noch der letzte Spurpunkt für die x2, x3-Ebene. Der, wo hier nicht da ist. In der x2, x3-Ebene haben wir 2 und 3 drin, also die 1 fehlt. Das heißt, unser Ansatz ist x1 ist 0. Und die x1-Koordinate unseres Punkts auf der Geraden kriegen wir durch 1 plus t mal 2. Das wäre unsere Gleichung. 0 gleich 1 plus t mal 2. Die 2 können wir vor das t ziehen, dann haben wir auf der rechten Seite 1 plus 2t. Das können wir jetzt umformen, indem wir die Minus, also die 2t mit Minus rüberbringen. Dann haben wir minus 2t ist 1. Dann teilen wir doch minus 2 und kriegen t gleich minus 1,5. Oder, wer Brüche nicht so mag, t gleich minus 0,5. Diesen Wert setzen wir jetzt wieder für t ein. Das heißt, wir haben hier minus 0,5 und können damit unseren Spurpunkt berechnen. Die erste Koordinate ist 1 plus minus 0,5 mal 2, das gibt 1 minus 1. Hier kommt die 0 raus. Die wollten wir ja. Dann haben wir 1 plus minus 0,5 mal 1, also 1 minus 1,5 macht 1,5. Und dann haben wir 1,5 plus minus 0,5 mal minus 1. Minus 0,5 mal minus 1 ist 0,5. Also kriegen wir 2. Der Spurpunkt hat wieder eine 0 und diesmal eben bei x1. Und der Spurpunkt mit der x2, x3-Ebene ist eben 0, 0,5 und 2. Und dieses x1 ist 0. Den Punkt mit der x2, x3-Ebene sehen wir jetzt hier gelb. Er ist genau hier 0 nach vorne, 1,5 ist rüber und 2 hoch. Das sind diese 0. 0,5 und 2. Das heißt, die Spurpunkte einer Gerade kriege ich der Reihe nach mit der x1, x2-Ebene, indem ich x3, 0 setze und diese Gleichung für t löse. Dann kann ich t1 setzen und Punkt berechnen. Mit der x1, x3-Ebene setze ich x2, 0 und den Spurpunkt mit der x2, x3-Ebene, da setze ich x1, 0. Aber es muss nicht immer Spurpunkte geben. Es kann ja sein, dass eine Gerade parallel zu einer Koordinatenebene läuft oder sogar zu zwei. Dann bekommt man dort keinen Spurpunkt. Diese Gerade hier hat zwei Spurpunkte. Sie schneidet zwei Koordinatenebenen, aber die x1, x2-Ebene schneidet sie nicht. Wenn man von der Seite drauf guckt, sieht man, die läuft parallel zum Boden und deswegen kriegt sie nie einen Schnittpunkt mit unten. Wie sieht man das, wenn man aber nur die Geradengleichung hat, wie in Mathearbeiten und Prüfungen? Es ist eigentlich ganz leicht und selbst wenn man es versucht zu rechnen, erkennt man schnell, oh, diesen Spurpunkt gibt es nicht.
Dazu gucken wir uns jetzt praktisch noch eine Formel an. Die Geradengleichung hier hat den Aufpunkt 1, 2, 4 und den Richtungsvektor 2, 1, 0. Wenn ich hier den Spurpunkt mit der x1, x2 Ebene berechnen will und dafür x3, 0 setze, wie wir es kennen, dann kriege ich ja die Gleichung 0 gleich 4 plus t mal 0. Und nachdem t mal 0 0 ist, kommt hier einfach 0 gleich 4 raus. Und diese Gleichung ist nicht lösbar. Das heißt, unlösbar. Und daher gibt es keinen Spurpunkt. Man kann das auch sehr schnell erkennen. Wenn im Richtungsvektor eine 0 steht, wie hier für x3, dann gibt es eben keinen Spurpunkt. Das heißt, die anderen zwei könnte ich berechnen, weil ich habe eine 2 ganz oben, also für x1, das heißt die x2, x3 Ebene hat einen Spurpunkt. Ich habe eine 1 für x2, das heißt die x1, x3 Ebene hat einen Spurpunkt. Aber bei x3 habe ich eine 0, das heißt die x1, x2 Ebene hat keinen Spurpunkt. Nur, dass man da nicht überrascht ist, wenn man mal auf so eine Gleichung stößt. Ich hoffe, das hat geholfen und ich bedanke mich fürs Zusehen.